Die Schönste der Schönen wurde auch dieses Jahr wieder gesucht. Und so stellten sich 14 Kandidatinnen der Wahl zur Miss Kärnten 2018. Und heuer war so einiges neu. Ja, die Neuerung ist einerseits die tolle Location, die wir haben. Wir sind heuer im Schlosshotel in Velden. Also ich sage einmal, für eine Miss, ja, für eine Prinzessin braucht es ein Schloss. Das haben wir gefunden, hier am schönen Wörthersee. Neuerungen gab es auch bei der Jurybesprechung. Wir haben bei der Startnummernauslosung die Nummer 7 erkoren, dass die bei der Jurybesprechung dabei sein darf. Uns ist es sehr wichtig, dass wir volle Transparenz haben bei der Wahl. Und die Jury wählt dann heute die neue Miss Kärnten nach ihrem eigenen Empfinden und nach ihrem eigenen Geschmack. Während hinter der Bühne noch fleißig getupft, gepinselt, gepudert und frisiert wurde, nutzten so manche Juroren die Zeit beim VIP-Empfang, um über den Begriff Schönheit zu fabulieren und sich darüber Gedanken zu machen, auf welche Attribute sie besonders achten werden. Also ich achte hauptsächlich was in der Hosen hat und was im BH, das darf man ja nicht mehr sagen. Oder dass sie lange Beine hat, schöne Beine, darf man auch nicht mehr sagen. Also ich achte nur auf die Intelligenz. Ich habe mir vorweg die Fotos durchgeschaut und jetzt nach meinen Schönheitskriterien analysiert. Symmetrie ist ein Thema oder dass Frauen halt weiblich ausschauen und Männer männlich. Jugendlichkeit ist ein Thema, aber oft auch das Abweichen von der Norm und das ganz Spezielle dann, was dann so ein bisschen den Zauber der Schönheit ausmacht. Mit Zauber und Schönheit präsentierten sich die 14 jungen Damen in 3 Durchgängen und mit unterschiedlichen Outfits den kritischen Augen der Jury. Ja, die Miss sollte so ein Gesamtpaket mitbringen. Ja. Die Figur ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Schönes Lächeln, ein schöner Gang am Laufsteg, das Interview, die Interviewrunde ist natürlich auch total wichtig. Also da fließen einfach sehr viele Faktoren mit ein, auf die man da einfach schaut. Und dann war es endlich soweit. Johanna Zager konnte die Jury überzeugen und sich den Titel der Miss Kärnten 2018 sichern. Das ist unbeschreiblich, man kann das einfach nicht in Worte fassen. Man glaubt zuerst, man hört falsch, aber dann ist es irgendwie doch der richtige Name und dann... Es kommt einfach so schnell, dass man das gar nicht schnell realisieren kann. Große Emotionen gab es auch bei der Vize-Miss Kärnten Jasmin Oberdorfer. Ich war am Anfang mega aufgeregt, also wirklich. Der erste Durchgang, ich habe so gezittert und dann ist es mit jedem Durchgang besser geworden und eben immer wohler gefühlt. Also ich stehe auch gerne auf der Bühne und ich freue mich irrsinnig, dass ich Vize-Miss Kärnten bin. Ich darf Kärnten repräsentieren. Für die neue Miss Kärnten geht es nun gemeinsam mit der Vorjahressiegerin Jasmin Wedenig zur Wahl der Miss Austria. Schöner.